Mit nun quasi über 150 neuen Infizierungen in Italien ist der Coronavirus eindeutig in Europa angekommen und auch die Verteilung im Rest Europas ist nicht mehr auszuschließen. Es ist wahrscheinlich, dass die Infizierten, die nun in Norditalien festgestellt wurden, auch Stück für Stück dieses Virus schon übertragen haben in andere Regionen und dementsprechend auch Europa nicht mehr geschützt ist vor diesem Thema. Und ja, es wird wirtschaftlichen Einfluss in diesem Moment haben. Wir sehen ja schon, dass wie Apple auch den ersten bis das Coronavirus nun in den Zahlen gezeigt hat, mit ersten Verlusten in der Region und durch die fehlende Produktion in China. Das werden wir ähnlich auch erleben können. Das ist unumgänglich. Aber wir müssen trotzdem auch sagen an dieser Stelle, wir sollten Ruhe bewahren. Denn es ist auch klar zu sagen, es hat kurzfristige Effekte auf viele Unternehmen, aber es hat eben auch einen gewissen langfristigen Effekt, der für manche Unternehmen sogar gut sein kann. Und genau darum soll es ja auch gehen, dass wir diese langfristigen positiven Effekte für uns herausfinden. Natürlich auch, sei erwähnt, alle Todesfälle und Infektionen sind traurig und ich möchte auch sagen, das ist etwas, was uns leid tut, aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, die Panikmache der Medien und teilweise auch der Politik müssen wir immer in Grenzen sehen, denn es hat sich gezeigt, dass in den letzten großen Epidemien und Pandemien immer wieder die Kurse an der Börse wenig Eindruck gezeigt haben, wenn es um den langfristigen Effekt hat. Und ich möchte dir die Unternehmen auch zeigen, die einen positiven Effekt haben. Wir sollten überlegen, dass wir uns nicht diesen ganzen Panikmache anpassen, dass wir nicht in Unruhe geraten, sondern die Chancen daraus sehen. Und gute Investoren machen genau das. Sie schauen auf den Markt, schauen die Situation an und stellen fest, wo es Verlierer gibt, gibt es eben auch Profiteure. Und die muss man nur herausfinden. Und dann kann man von einem solchen Markt auch Gewinne davon zielen. Wir selber können ruhig sein. Natürlich geh die wesentlichen Maßnahmen an. Wasch dir die Hände, desinfiziere Dinge. Wasch dir die Hände so oft es geht und vermeide, dass wir irgendwelche Ansteckungen in unserer Umgebung haben. Natürlich, aber es ist kein Grund, jetzt völlig auszurasten. Warum das so ist, das möchte ich dir an dieser Stelle auch zeigen. Und zwar einmal, was die Marktstärke angeht. Also grundsätzlich wissen wir ja, die Börse impliziert immer die Gewinne, die in der Zukunft erwartet werden. Und die Frage ist jetzt, sollten wir heute spontan alle Aktien verkaufen? Das ist erstmal definitiv zu verneinen, denn du kannst davon ausgehen, in dem Moment, wo du dieses Video schaust, wurden die ersten großen Auswirkungen des neuen Infektionsstatus in Europa auch schon auf die Aktienkurse eingeflößt. Und wir sehen ja auch, am Montag gab es schon die ersten Verluste an den Börsen und es könnten auch noch ein, zwei Tage folgen. Wir wissen es aber nicht, denn es ist immer so, die großen Börsenhändler der Welt, die können sehr gut mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen davon ausgehen, wie stark wird der langfristige Effekt sein auf die Gewinne der Unternehmen und dann wird das nach der Wahrscheinlichkeit des Eintretens in die Börsenkurse eingepreist. Und genau das ist der Punkt, warum wir nicht vorhersehen können, was passiert. Und man kann davon ausgehen, dass große Abwärtsbewegungen gerade in den ersten Tagen an der Börse schon stattfinden und sich dann eher feststellt, dass man die Wahrscheinlichkeiten der Auswirkungen eher überschätzt hatte. Dementsprechend auch hier können wir ruhig bleiben. Und wenn wir uns den Markt anschauen, wir sprechen ja in den letzten Tagen immer wieder von den neuesten Höchstständen an den Börsen. Ich möchte an der Stelle hier mal den Chart des DAX zeigen über die letzten 5 Jahre. Und da sehen wir im April Jahr 2015 den letzten Höchststand mit einem Kurs von 12.370. Wir sind jetzt etwa bei 13.300, 13.400 und dementsprechend ist das eine Kursentwicklung von 7,5% in etwa 5 Jahren. Das sind 1,5% pro Jahr. Das heißt, was die meisten Menschen noch nicht berücksichtigen, ist, dass die Aktienkurse in Deutschland schon seit 5 Jahren eine Seitwärtsbewegung hingelegt hat. Ja, die neuesten Höchstkurse sind da, aber sie sind nur knapp über dieser alten Höchstmarke und dementsprechend müssen wir eigentlich über 5 Jahre von der Seitwärtsbewegung sprechen. Und das sehen wir hier in diesem Chart, ist, obwohl die Aktiengewinne in Deutschland durchschnittlich positiv waren. Das heißt, Unternehmen sind gewachsen, Eigenkapital wurde aufgebaut, die wirtschaftliche Struktur wurde insgesamt stärker, zuletzt mit einer leichten Abschwächung, vor allen Dingen aber in den Kernindustrien, Automobil und deren Zulieferer.
Zulieferer, die dann Probleme bekommen hatten. Aber insgesamt war die Wirtschaft relativ stabil. Das heißt, während Gewinne der Unternehmen stiegen und liefen die Kurse seitwärts. Und das ist immer eine Chance, weil da herrschen automatisch auch Unterbewertungen oder frühere Überbewertungen wurden relativiert. Ich sehe also grundsätzlich immer noch mit Vorsicht auf die Krisenwarnungen, die da draußen gegeben werden, denn insgesamt steht unsere Wirtschaft stabil da und man sieht auch, dass die großen Häuser der Welt langsam verstehen, dass dieser wirtschaftliche Turnaround, der Wechsel von diesen aktuellen Verlustzahlen nun wieder drehen könnte, weil eben nur einige Branchen inbegriffen waren in diesem Trend, die nun sich wieder auch erholen können. Wir müssen schauen, was natürlich mit den Kernindustrien Deutschlands, Automobil und Co. passiert, aber auch da gibt es natürlich Auswege und viele andere Möglichkeiten der Investments, die wir nutzen können. Da schauen wir mal direkt auf die Auswirkungen der europäischen Wirtschaft vom Coronavirus ausgehend und vor allen Dingen nun mit der Verbreitung in Europa. Da werden wir ähnliche Situationen erleben wie in China, in den USA, wo die ersten Unternehmen, die Lieferprobleme hatten und auch dementsprechend keine Rohstoffe mehr für ihre eigene Produktion hatten, die werden auch hier in Mitleidenschaft gezogen und es ist auch klar, dass diese Eindämmung dieser Pandemie irgendwann stattfinden wird. Das wird wahrscheinlich irgendwann jetzt im Laufe des Quartals oder Anfang des nächsten Quartals auch schon wieder gegessen sein. Und ja, wir werden jetzt noch eine Ausbreitung sehen, aber die wirtschaftliche Auswirkung wird kurzerhand sein. Es hat sich also in den letzten Jahrzehnten immer wieder gezeigt, wenn eine solche Krise stattfand, dass sich die Kurse schneller erholt haben als erwartet und das auch zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt, manchmal innerhalb von wenigen Tagen, manchmal nach ein paar Monaten. Aber insgesamt kann man sagen, ist der wirtschaftliche Einfluss ein einmaliger Effekt. Und immer wenn wir einmalige Effekte haben, heißt es Ruhe bewahren und diese Einstiegskurse, die da entstehen, sinken. Es gibt aber eine ganze Auswahl an Unternehmen, die nun wirklich in Probleme geraten könnten und ich möchte jetzt mal zeigen, welche du nutzen kannst, welche Chancen, um da zu profitieren, denn dieser Chart hier zeigt ziemlich stark, was in den letzten Monaten seit Beginn des Coronavirus stattgefunden hat. Während wir davor immer wieder parallele Verläufe hatten in den Entwicklungen der Aktien von guten Aktien und schlechten Aktien in Anführungszeichen, das sehen wir jetzt einen deutlichen Unterschied in diesem Chart. Die blaue Linie zeigt alle Aktien mit einer eher stärkeren Bilanzstruktur und die rosane, pinke Linie eher Unternehmen mit einer schwächeren Bilanzstruktur. Und da sehen wir genau, wie sich hier die Spreu vom Weizen trennt. Worauf wir also achten müssen, welche Unternehmen haben eine bessere Bilanzstruktur, denn das sind die, die sogar profitieren können von der jetzigen Situation. Erstmal, was ist eine bessere Bilanzstruktur? Das ist zum einen die Unternehmen, die wenig Fremdkapital haben, also sehr stabile Bilanzen haben und auch die mit hohen Gewinnspannen. Das heißt, die aus dem umgesetzten Euro mehr Gewinn rausholen können. Warum sind diese beiden Kriterien wichtig? Wenn ein Unternehmen eine niedrige Verschuldung hat, kann es in einem Zweifelsfall in einer abschwächenden Wirtschaft weiteres Fremdkapital, also Kredite aufnehmen, um damit das aktuelle Unternehmensphase zu finanzieren und damit auch günstige Kredite zu bekommen. Denn wenn ein Unternehmen bereits hoch verschuldet ist, kann man sich schon vorstellen, fällt das Bankgespräch wesentlich schwerer und die Wahrscheinlichkeit, dass man neue Kredite bekommt, um schwierige Situationen zu meistern, ist deutlich geringer, als wenn man noch keinen Kredit hat. Die Gewinnspannen sind besonders wichtig, denn die Einwirkung des Coronavirus wird auf jeden Fall wirtschaftlich darin folgen, dass die Gewinnspannen der Unternehmen sinken. Man hat also weniger Umsätze und hat aber weiterhin seine Kosten. Und wenn die Umsätze sinken und die Kosten gleich bleiben, sinkt auch der Gewinn. Wer hier schon eine hohe Gewinnspanne hat, kann also etwas abfedern. Der vorher keine hohe Gewinnspanne hatte, da könnte es zu einem Verlust führen in diesem Moment und dann eben auch zu einem Wettbewerbsnachteil. Die Unternehmen, die in so einer Wettbewerbssituation, die angespannt ist, dann überleben können und stabil weiter wirtschaften können und auch mal die ein oder andere Gewinnphase außen vor lassen können, dafür aber ihre Marktanteile in dieser Situation erweitern können, die profitieren und da entsteht eine sogenannte Verdrängung des alten Geschäftes. Und wir haben das ähnlich auch gesehen in der Automobilbranche mit dem Abgasskandal. Nur weil der Abgasskandal ist weltweit nicht die Autowirtschaft in Gefahr gekommen. Wir haben natürlich ein bisschen Vertrauensverlust in Unternehmen gehabt, aber Unternehmen im Automobilbereich in Summe sind nicht deutlich schwächer geworden. Nein, es ist ein Wechsel entstanden und dieser Wechsel ist auch an den Aktienkursen, an den Börsen momentan nachvollziehbar. Zum Beispiel hin zu einer Tesla, die während andere Automobilunternehmen hier in der Region gesunken sind, durch die Decke gehen. Und so findet bei jeder Krise, bei jeder Schwierigkeit,
Wirklichkeit eine Umgewichtung der Mächte statt. Und die Unternehmen, die besonders stabil sind, die gute Bilanzen haben und hohe Ertragsspanne schon vor einer Situation, die werden dann eben auch überleben und die anderen vom Markt verdrängen. Wir selber achten dementsprechend immer darauf, dass Unternehmen eine gute Bilanzstruktur haben, gute Gewinnspannen und auch Gewinnwachstum, damit sie jede Situation am Markt abfedern können und weil diese Unternehmen eben auch stark wachsen, wenn es nach oben geht. Wer also, wie wir in einem Alphastar Aktienfonds, solche Unternehmen in der Auswahl hat, der fährt generell ein niedrigeres Risiko. Ich möchte, dass du auch deinen Freunden, die alle Angst vor einer Krise haben, dieses Video teilst. Bitte geh vielleicht mal auf WhatsApp und schick es der ein oder anderen Person, die immer über Krisen spricht und nie investieren möchte. Denn eigentlich müssen wir erkennen, investieren ist dann gut, wenn die anderen Angst haben und wir wissen nie, wann die Erholung am Markt kommt. Jetzt ging es mal kurz nach unten und es könnte genauso schnell wieder die Gegenbewegung kommen. Und ich möchte nicht, dass unsere Zuhörer diese Chance verpassen. Besser als zu verkaufen ist also immer zu kaufen. Und wenn es mal nach unten geht, ich selber bin Nettokäufer, das heißt, ich verkaufe nie Aktien aus Panik oder irgendwas, sondern kaufe einfach härter nach und stärker nach, wenn es mal nach unten geht und nutze diese Chancen dann in diesem Moment. Ein guter Fondsmanager eben baut auch in solchen Situationen vorher schon Cash auf, er hat also einen Barbestand, den er dann nutzen kann. Wir sind momentan etwa 17-18% in Cash, sodass wir, falls es mal jetzt eine Eintrübung gibt, sehr gut gewappnet sind, um die Werte, die davon besonders betroffen sind, wieder nachzukaufen und damit noch größere Renditen in der Aufholjagd wieder zu schaffen. Diese Chancen stehen uns allen bereit. Schau dir diese Videos hier an, wenn du auch noch mehr darüber erfahren willst, wie wir erfolgreich mit Aktien umgehen können, wie du persönlich mit Aktien erfolgreich umgehen kannst. Denn unser Ziel ist es hier auf diesem Kanal, besser zu werden als unser Bankberater und gute Anlageentscheidungen für uns und unsere Familie zu treffen. Ich freue mich, wenn wir uns in einem der Videos wiedersehen. Bis dahin, gib mir einen Daumen nach oben. Und bis gleich, dein Gero.